Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory in der Plus-Mod, hier noch in Update 7. Ja, ich krieg halt momentan nicht genug von Satisfactory und deswegen habe ich mir überlegt, will ich ja ein bisschen Plus. Kann ja auch nicht schaden, ne? So, passt auf. Wir machen jetzt Folgendes. Und zwar legen wir damit los. Ist das wirklich das richtige Let's Play, was ich geladen habe? Das Factory Plus Mod hier, oh, tatsächlich. Okay, wunderbar, super. Das heißt, wir haben jetzt hier gesetzt, letzte Folge unseren ersten Miner. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Weil wir den ja jetzt quasi nicht so wirklich zubauen können, bleibt der natürlich erstmal ganz entspannt offen. So, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt in dieser Folge die erste Produktion aufbauen. Das heißt, ich brauche aber jetzt erstmal, wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, gucken, wie viel Eisenerzmeiner haben wir sonst noch hier. Da habe ich noch eine Quelle. Das macht 4 Eisenquellen oder Steratite, besser gesagt. Und hier hinten ist, glaube ich, auch noch eine, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne? Ja, genau, hier ist auch noch einer. Die machen wir jetzt auch mal eben kurz noch mal weg. Weg da. So. Dann nehmen wir noch einmal ganz kurz hier das Ding hier weg. Das heißt, wir werden jetzt erstmal versuchen, diese ganzen Miner oder diese ganzen Quellen erstmal zu erschließen. Dass wir... Oder beziehungsweise, ja, was heißt nicht direkt erschließen, aber es irgendwie halt so aufzubauen, dass das irgendwie funktioniert. So, dafür brauchen wir jetzt aber erstmal Foundations. So, und dafür würde ich sagen, mache ich erstmal so roundabout 100 Stück. Und brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Material. Würde ich sagen. Wir brauchen erstmal ein bisschen Material. So, wir schauen mal ganz kurz einmal in den Miner rein. Wie viel ist da noch drin? Da ist noch genug drin. Aber hier ist auch schon wieder voll. Das ist schon mal sehr gut. Dann nehmen wir das nämlich einmal raus für den Beton. Dann fangen wir damit nämlich mal eben kurz einmal an. Und wir craften uns mal eben ein bisschen Beton. Und zwar so 300 Stück an der Zahl. Das wird ein bisschen dauern. Weil dann haben wir nämlich erstmal ein bisschen Ruhe. Dann können wir nämlich erstmal die Miner soweit fertig machen. Das wird dauern. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache einen Schnelldurchlauf, oder? Nein, machen wir nicht. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu. So, also, pass auf. Wie gesagt, solange Update 8 nicht funktioniert, wird erstmal hier jetzt quasi ein bisschen was weitergemacht. Und um euch diese Mod halt auch nochmal so ein bisschen näher zu bringen. Und ja, ich will das Ganze auch so ein bisschen als, ich nenne es mal Einsteiger-Tutorial gestalten, dass es für euch auch alles nachvollziehbar ist, was ich hier dementsprechend mache. Und des Weiteren möchte ich daraus ganz gerne so eine Art, ja, ich sag mal, Schönbauprojekt versuchen. Ob das funktioniert, das müssen wir, oder das bleibt halt abzuwarten. Das ist der Plan. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie wir uns das Ganze, ja, zusammengestalten, sage ich jetzt einfach mal, ne? Irgendwie basteln wir uns da schon was zurecht, denke ich mal. Das wird schon irgendwie funktionieren. Vom Prinzip her werde ich das Ganze auch so gestalten, dass vom Baustil her ich es so aufbaue, wie ich im Let's Play auch aufbaue. Allerdings ein paar kleine Änderungen. Alles ein bisschen detaillierter, ein bisschen schöner. Das ist der Plan an der ganzen Geschichte. Wollen wir mal gucken, ob das, ob mein Plan überhaupt aufgeht. Wollen wir mal gucken. Ich habe Hoffnung. Die Hoffnung, heißt das immer so schön, stirbt immer zuletzt, habe ich mir sagen lassen. So, jetzt können wir 300 Beton machen und dann hauen wir das mal eben durch. Weil ich sag mal, sobald der erste Miner läuft, können wir quasi auch eine direkte Betonproduktion aufbauen. Ne? Und ja, wo und wie wir das Ganze dann machen,
Es wird nicht so einfach funktionieren, wie ich es mir gehofft habe, wie es zum Beispiel bei meinem normalen Let's Play ist, dass ich jetzt einfach hingehe, zack, da vier Dinger dahin und dann bin ich fertig damit. So einfach wird es tatsächlich, glaube ich, nicht. Es wird ein wenig mehr Arbeit werden. Aber es wäre ja sonst langweilig. Und deswegen machen wir das Ganze so. Ich meine, sobald ja die ersten Sachen laufen, ne, die Eisenplatten produziert werden, die Schrauben produziert werden, das Eisenblech produziert, das nimmt schon mal sehr, sehr viel ab. Und dann müssen wir halt mal weiter schon. Und wir werden zwischendurch viel umbauen müssen, weil ich will schnellstmöglich irgendwie auch viel automatisiert herstellen. Und ja, da gucken wir dann einfach mal, wie wir das Ganze dann hinkriegen. Wir schauen mal. Gut, dann gehe ich mir jetzt erstmal ein bisschen Eisenblech holen. Eisenbarren, so rum. Und wenn ich das, wenn ich die Eisenbarren habe, wie viel ist der noch drin? 160. Der zieht noch gut durch. Ah, guck mal, hier haben wir schon mal ein paar Eisenbarren. Das ist schon mal gut. Dann fangen wir an mit 200 Eisenblech, würde ich sagen, glaube ich. Für das Blech, meine ich, bräuchte ich auch Eisenplatten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Eisen, Eisenblech. Da brauchen wir tatsächlich Eisenplatten für, genau. Ja, dann würde ich sagen, Attacke, machen wir erstmal Eisenplatten. Und dann brauchen wir, wie viel? 200 Blech, ne? Dann machen wir das erstmal. Dann haben wir auch von den Fundamenten her erstmal ein bisschen Ruhe, dass wir erstmal ein bisschen was setzen können. Und dann bauen wir mal weiter. Aber das wird wahrscheinlich von den Eisenbarren gar nicht reichen. Aber naja, wir schauen mal. Kommt eins nach dem anderen. So. Zack, 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 zack. Komm, gib mir die 200. Da sind sie. Dann machen wir mal eben die 200 Eisenblech. Das ist so geil. Es macht auch hier in Update 7 wieder richtig Bock, mal die Plus-Mod zu spielen. Richtig, richtig geil. Macht gerade richtig Laune. So, und dann brauchen wir jetzt nochmal 200 Eisenplatten. Richtig cool. So, jetzt können wir gleich die nächsten Eisenbarren holen, dass wir dann daraus die 200 Schrauben hinkriegen. So, gehen wir. Ah, guck mal hier, Dinger holen. Machen wir mal hier einmal leer. Einmal leer. Einmal leer. Dann machen wir jetzt einmal die wieder voll. Schwupp. So, 81. Das wird zwar nicht ausreichen, aber ist erstmal besser als gar nichts. So, passt auf. Also, Eisenplatten. Zack, jetzt brauchen wir Eisenstangen. Und dann brauchen wir jetzt 200, ja, 190 Schrauben reichen. Aber ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen. Doch, 190 Schrauben. Geil. Läuft. So, dann haben wir erstmal Platz für 100 Fundamente. Dann brauchen wir danach erstmal auf jeden Fall noch zwei komplette Miner. Die brauchen wir auf jeden Fall.
Das heißt, wir brauchen Minimum zwei davon, zwei davon. Und dann brauchen wir dann aber ein bisschen Beton für. Lassen wir den aber erstmal hinten erstmal produzieren. Ja, obwohl, das ist eigentlich auch ein bisschen doof, ne? Lasst uns. Ja, das ist immer schwierig, ne? Das ist, wir brauchen das Zeug quasi jetzt gerade erstmal in rauen Massen. 44, das wird nicht ausreichen, glaube ich. Aber wenn wir die Steratite, dann nehmen wir schon mal die Steratite raus. Das macht schon mal ein bisschen einfach. Das ist schon mal ein Arbeitsschritt, den ich mir spare. Deswegen nehme ich mir das Zeug schon mal da raus. Dann lasst uns da doch schon mal ein bisschen gucken, dass wir da was machen. Also, ein bisschen davon brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch ein paar Eisenplatten, so 20 Stück. So, dann brauchen wir noch Schrauben um die 90. Eisenbahn noch machen. ...90 Schrauben noch dazu. Dann brauchen wir gleich noch Eisenstangen. 30 Stück. Dann brauchen wir 10 Platten. Machen wir erstmal hier das Rubite. 20 Zinnplatten brauchen wir. Ich wage es zu bezweifeln, dass hier irgendwas auch nur annähernd irgendwie funktionieren wird heute. Dann brauchen wir noch ein bisschen Beton. Da haben wir jetzt kein Gestein für, das macht aber nichts. Dann müssen wir noch mal ganz kurz einmal die Dingens aufnehmen. Brauchen wir noch 4 mobile Miner. 1, 2, 3, 4. Die können wir aber trotzdem schon mal machen, die 4 Stück. So, dann haben wir die nämlich schon mal weg. So, dann gehen wir jetzt noch mal Eisenbarren holen. 62 haben wir hier schon wieder, das ist schon mal sehr gut. Und hier nehmen wir das Gestein direkt raus, auch wieder ein Arbeitsschritt weniger. Das ist schon mal gut. Ja, die können sich ruhig noch Zeit lassen mit dem Update hier, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ein paar Eisenplatten. Zack. Ein paar Eisenstangen. Und noch ein bisschen Beton. Zack, haben wir auch. Okay. So, dann geht's weiter. Dann werden wir jetzt den zweiten Miner einmal setzen. So, dann machen wir jetzt erstmal hier den hin. Da machen wir den hin. Der bleibt erstmal da, wo er ist. So, dann werden wir jetzt erstmal den hier rüber ziehen. Den da rüber ziehen. Der geht da rein. Der geht dahin. Der geht dahin. Der geht nach da. Der geht nach da. Der geht nach da. Und der geht nach da. So, dann brauchen wir jetzt einmal den hier. Zack. Und den dahin. So, der macht ebenfalls erstmal 3. Das heißt, wir brauchen jetzt hier den Metallbohrkopf. Der macht dann nämlich jetzt auch einmal quasi 60. Das ist doch schon mal schön. So, jetzt brauchen wir als nächstes die da unten. Wobei ich aber da, glaube ich, erstmal gucken werde. Wir brauchen dringend die Kettensäge. Wir müssen die Kettensäge freischalten. Da führt, glaube ich, als erstes erstmal keinen Weg dran vorbei. Zerstörung der Natur. Kettensäge. Die brauchen wir auf jeden Fall. Also brauchen wir einmal 25 verstärkte Eisenplatten. Dann brauchen wir erstmal noch ein bisschen Eisenplatten, 100 Stück.
So, wie viel fehlen da jetzt noch? Knapp 80. Okay. So, und dann machen wir die 80 Eisenplatten. Jetzt brauchen wir dann Eisendraht jetzt gleich noch. Hundertfünfzig brauchen wir. Das reicht noch nicht. Gehen wir noch mal welche holen. Ah, guck mal, die sind schon wieder voll. Das ist schon mal sehr gut. Einmal, zweimal, dreimal. Stopp. Den wollte ich haben. Oh, 114, das sollte reichen. Nur noch mal weitermachen. Ich glaube, es wird schon mal ganz gut, wenn wir die drei Miner schon mal am Laufen haben. Das ist schon mal, glaube ich, dann viel wert. So, jetzt brauchen wir noch weiter Eisenstangen. Und 150 Draht. So, dann machen wir jetzt eben die 25 Eisenplatten. So. Also einmal, dann zweimal und nochmal. Jetzt brauchen wir noch 275 Schrauben. Ja, es ist auch viel handgecraftet hier. So, 220 haben wir hier schon mal. So, dann gehen wir noch mal wieder Eisenbarren holen. So, wie viel haben wir jetzt hier? 64, das reicht sowieso vorne und hinten nicht aus. Dann nehme ich hiervon noch 200 raus. Wups, 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 wups. So, machen wir erstmal Eisenbarren. So, wie viele Schrauben haben wir jetzt? 220, 275 brauche ich alleine für Dingens. Also 220 haben wir noch 55. So, dann haben wir die nämlich auch schon mal weg. Dann können wir das nämlich schon mal machen. Und blub. Perfekt. So, jetzt brauchen wir dann nur noch einmal die Kettensäge. Da ist sie, To-Do-Liste. Dann brauchen wir nochmal 5 verstärkte Eisenplatten. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Noch ein bisschen das. 206. Dann haben wir davon auch wieder alle. Perfekt. Dann machen wir ein paar Eisenstangen. Dann brauchen wir noch 30 Eisendraht.
Dann machen wir 5 versteckte Eisenplatten. So, jetzt brauchen wir erstmal noch ein bisschen Platz für knapp 100 Eisenblech. Das heißt, wir brauchen ungefähr 50 Eisenplatten. So, ein paar Eisenplatten brauchen wir noch. 16, um genau zu sein. So, jetzt brauchen wir erstmal einen ganzen Haufen an Eisenstangen. Machen wir jetzt erstmal hier alles weg. Denn wir brauchen noch 381 Schrauben. Und das heißt, wir brauchen Minimum 160 Eisenstangen, glaube ich, ne? Das reicht leider noch nicht, also müssen wir noch mal los. Eieieiei. So, dann machen wir die Dinger auch noch mal leer. Das noch mal leer und das noch mal leer. So, und dann machen wir... Hä? Hab ich die nicht leer gemacht? Alles nehmen? Kurios, kurios. Das sollte reichen. So. 381 Schrauben brauchen wir. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann brauchen wir jetzt noch ein paar Eisenstangen. So, jetzt aber. So, dann machen wir jetzt erstmal die Kettensäge. Zack. So, Kettensäge rüsten wir direkt mal aus. Jetzt brauchen wir aber erstmal noch ein bisschen Biomasse. Und zwar feste Biomasse. Also 56 sollte erstmal reichen. So. Scheiße, die Kettensäge. Was an den Hobel, Kollege. So, perfekt. Jetzt fangen wir erstmal an, hier ein bisschen wegzumachen. Ah, guck mal, da kriegen wir noch ein bisschen Material sogar für. Ja. Das können wir auch so einsammeln, glaube ich.
So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Sammeln wir hier mal eben alles ein, also spare ich mir ein bisschen Biotreibstoff hier für die Kettensäge. So, gut, und dann machen wir jetzt Folgendes. Der dahin, der geht hierhin. Könnte man nicht hier mal die Fundamente, glaube ich, draufsetzen. Dann mache ich das aber so. Ich nehme immer nur ein Fundament. Und zwar, das brauche ich eigentlich am meisten. Das und das hier. Die mache ich da rein. Haben wir jetzt eins. Dann nehmen wir jetzt mal das 2 Meter Fundament. Setzen das einmal dahin. Dann nehmen wir da hier das 4 Meter. Und nehmen das dahin. Machen das und das erstmal wieder weg. Gucken, ob das richtig liegt, dass ich das nicht falsch umgelegt habe. Ne, das ist schon mal korrekt. So, dann machen wir das einmal da drauf. So, und dann machen wir einmal den hier. Den hier. Den dahin. Den nach dahin. Den nach dahin. Den nach dahin. So, und dann bauen wir jetzt hier den Miner drauf. I strongly advise you to harvest this specimen. Zack. Den machen wir dahin. Das werden wir auch erstmal so lassen. Den dahin. Den hierhin. Den einmal dahin. Genau, und dann machen wir den. Ja, der kann eigentlich auch schon wieder hier hoch, eigentlich, denke ich mal, ne? Ich lasse mir das noch ein bisschen offen. Ich bin da. Also ich nehme auf jeden Fall diese Höhe hier. Weil mit dieser Höhe hier fahre ich eigentlich, denke ich, ganz gut. Und wie wir das Ganze dann hier gestalten werden, werden wir dann einfach mal schauen. Dann müssen wir einfach mal gucken. So, jetzt würde ich ganz gerne dann anfangen. Ja, mit dem hier vorne. Aber dafür würde ich mal ganz gerne was gucken, nochmal ihm was freischalten. Denn wir haben ja noch keine, ja, Durchlässe für die Wände und deswegen müssen wir mal gucken, was uns das Ganze kostet, wenn wir die Dingens freischalten. Glaswände ist das Problem. Brauchen wir tatsächlich Glas für. Deswegen würde ich ganz gerne mal gucken. Verbesserte Biomasseenergie. Schmelzmodul, Belohnung. Das ist nämlich das hier. Da brauchen wir Kupferrohre für. So, wo kriegen wir Kupferrohre? Naja, da schon mal nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Scheiße, wo kriegen wir denn die Kupferrohre? Die brauchen wir auf jeden Fall. Die sind ganz wichtig. Die Counter Limiter. Lass uns mal kurz durch. Wir müssen uns mal eine Reihenfolge festlegen. Das ist erstmal unwichtig. Das ist unwichtig. Das ist erstmal unwichtig. Das ist unwichtig, das ist unwichtig, das ist unwichtig. Die sind relativ wichtig, die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist erstmal Nebensache. Das hier ist ganz wichtig. Also das sollten wir, glaube ich, jetzt mit als erstes an den Start bringen, dass wir damit einmal starten, tatsächlich. Da haben wir schon das MK2 mit dem Stapelmasten dabei. Da brauchen wir 50 einfache Förderbänder für. Da müssen wir gucken, ist eigentlich eher unwichtig. Forschung, schwierig. Zinn, Bleibarren und Bleiplatten. Bleiblech, da schalten wir den Rotor frei. Da schalten wir das frei. Da ist der Dingens, okay. Wir brauchen aber... Ja, die Rotoren müssen auf jeden Fall irgendwie auch relativ schnell kommen. Item Dispenser, der Hopper ist nicht ganz so wichtig. Der ist wichtig.
Alter, 1000 Kilo, das leckt mich am Arsch. Alter Falter. Alter Falter. Bronzerohre, modularer Rahmen, fortgeschrittene Bronzerahmen. Belohnung. Wir brauchen diese Kupferrohre. Wo krieg ich die Kupferrohre her? Scheiße, ey. Da kriege ich die her. Und dafür brauche ich aber erstmal Bleiblech. Das Bleiblech kriegen wir. Scheiße, wo war das denn jetzt hier? War das in Stufe 1? Bleiplatten. Bleiblech, verbesserte Fertigung. Dann brauche ich aber erstmal als nächstes das hier. Dass ich Bleiplatten kriege. Dann brauchen wir als nächstes das hier. Genau. Und dann brauchen wir danach. Dann haben wir die Kupferrohre da, glaube ich. Und dann müsste man eigentlich das hier haben. Ich glaube, wenn wir so erstmal vorgehen, sollte das erstmal ganz gut sein. So, das heißt, wir brauchen ein bisschen. Mal ganz kurz gucken. Strom, Logistik. Mast. Infoscreen. Ja, Fundamente, Wände, ist klar. Das ist erstmal unwichtig. Research. Genau, wir brauchen einmal den Researcher. Den mache ich jetzt einfach mal hier hin. Dazu machen wir einmal einen kleinen Container. Wir brauchen ein paar Eisenstangen. Ihr merkt, es ist echt ein Haufen Arbeit, ne? Muss man wirklich gucken, was will ich halt als erstes freischalten, ne? Und das sind ja gerade mal die Anfangsprodukte, ne? Das kommt ja nochmal erschwerend hinzu, ne? Alles weg, ja, haben wir. Okay, das heißt, wir setzen jetzt hier einen kleinen Container hin. So, dann brauchen wir einmal den, einmal hier. Jetzt habe ich keine Kabel, ey, leck's mir an die Füße. Leck o mio. So, machen wir erstmal das Förderband rein. MK1. Den machen wir dann mal damit dran. So, jetzt brauchen wir 100. Oder wir können ja schon mal hier 50 Eisenblech schon mal reinlegen. 50 teilen. Dann legen wir das hier schon mal rein. So, dann machen wir jetzt eben 100 Binnenblech. Und dann haben wir schon mal die erste Logistik schon mal fertig. Das ist schon mal ganz gut.
Okay, das reicht noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Mit 15 müssen wir eigentlich hinkommen, oder? So, pass auf, dann machen wir jetzt nochmal 100, machen wir nochmal ein bisschen Biomasse. Dann hauen wir nämlich jetzt einmal die Biomasse da rein. Also den festen Biotreibstoff, der hält ja dann nämlich noch ein bisschen länger. So, dann hauen wir jetzt die 100 Zinnblech rein. 100. Dann lassen wir die nämlich auch schon mal reinlaufen. Und derweil fange ich dann jetzt schon mal an, ein paar Fundamente zu setzen. So, also müssen wir natürlich auch gucken, weil wir müssen, wie gesagt, erstmal die einfache Logistik, dass wir das Ganze hier einmal, ja, Anführungszeichen, zusammenlaufen lassen können. Und dass wir das Ganze von da aus dann verteilen, irgendwo so ein Türmchen hinbauen, wo wir das Ganze dann, ja, ich sag mal, nach oben bauen, ne? Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Fundamente hinbauen. So, ist jetzt die Frage, wie weit gehen wir jetzt erstmal, ne? Ich glaube, hier gehe ich auch schon mal direkt rüber. So. Dann gehen wir hier erstmal rüber. So. Das heißt, dann bis später. Warte mal ganz kurz, der ist der kleinere. Können wir da noch einen bauen, da brauchen wir noch ein bisschen Eisendraht für. Aber wir können ja auch hier mal eben kurz gucken. Wie viel nimmt er denn pro Minute auf? 60. Das heißt, er nimmt eine komplette Produktion auf. Also ein Dingens. Das heißt, wir brauchen, wenn wir hier vorne 5 Eisenminen haben, die alle 60 fördern, sind wir bei 5 Produktionen, die wir dafür brauchen. Nehmen wir die auch nochmal raus, dann können wir dann noch ein bisschen Beton herstellen. Dann nehmen wir die schon mal raus. Oh, guck mal hier, geil. Nehmen wir die schon mal raus. Haben wir Platz für 600? Ne, das reicht leider noch nicht. Muss ja erstmal noch ein bisschen weiter bauen. Also, passt auf. Ja, lass uns erstmal noch hier ein paar Fundamente hinsetzen, würde ich sagen, oder? Hier runter, noch ein paar setzen. 2. Hier sitzt aber irgendwo eins falsch, kann das sein? Ja, das hier sitzt falsch. Das sitzt auch falsch. Das sitzt auch falsch. Das sitzt jetzt richtig. Das sitzt richtig. Das sitzt jetzt richtig. So. Das sitzt noch falsch. Und die sitzen alle richtig. Okay, gut. Das wieder dran. So,
Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Fundament gelegt. Das wird natürlich nicht ausreichen. Das heißt natürlich die Frage, ich muss ja irgendwo diesen Turm hinbauen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das Ganze hier fusionieren, hier den Dingens, dann wird hier ungefähr der Turm sitzen, wo das Ganze nach oben geht. Dann müssen wir mindestens zwei Fundamente hier frei bleiben und dann müsste hier die Produktion hinkommen. Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal noch ordentlich hier runterbauen. Ohne das wird es so oder so nicht funktionieren. Also das heißt, wir bauen erstmal noch mal so noch eine Reihe hinten dran. So. Machen wir eben hier vorne die Fliegen weg. So, einmal die Kettensäge raus. Und wir müssen auch gucken, dass wir relativ schnell jetzt mal Produktion aufbauen für Biomasse. Weil ich habe keinen Bock, die ganze Biomasse von Hand zu craften. Und wenn die erstmal nur irgendwo in so ein Lager reingeht, das ist mir, glaube ich, erstmal egal. Aber irgendwo am Arsch der Welt muss ich mir da auf jeden Fall was aufbauen. Kein großer Stein, das ist alles absolut. Und da, wo große Steine sind, da muss ich auf jeden Fall die Kettensäge nehmen, weil hier habe ich noch den Vorteil, dass die ganzen Steine noch mit weggehen. Und der muss einmal weg. Und dasselbe machen wir hier vorne auch mal eben. So. Okay. So. Dann brauchen wir jetzt als nächstes für die Erdsortierung. Was schaltet uns die nochmal frei, die Erdsortierung? Genau. Bleiplatten. Alles klar. Gut. Dann sollten wir die als nächstes machen. Dann lass uns mal gucken, können wir 300 Beton machen? 200 kriegen wir hin. Das ist schon mal perfekt. Dann haben wir doch gleich die 300 voll. Und wenn wir die 300 dann voll haben, machen wir noch schnell 25 Eisenplatten. Dann haben wir schon mal die Bleiplatten. Damit ist uns auch schon mal geholfen. Ich glaube, ich muss noch mal gucken. Ich hoffe mal, dass es irgendwo im Internet mal so eine abgedatete Version hiervon gibt. Von Satisfactory. Wo man mit diesem Update dann vielleicht einfach trotzdem weiterzocken kann. Falls die Mod dann doch tatsächlich, glaube ich, nicht mehr in Update 8 kommen sollte. Dass man die trotzdem weiterzocken kann, weil die ist nämlich echt mega, mega nice. Muss man mal gucken, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt. Da muss ich mich mal schlau machen, bevor der ganze Spaß hier gar nicht mehr funktioniert. Weil das ist echt eine Mod, die muss auf jeden Fall weitergeführt werden. Das ist so. Ich weiß, jetzt ist vielleicht ein bisschen umständlich, was ich mache. Weil es alles ein bisschen länger dauert, hat aber den Vorteil, verschafft mir ein bisschen Zeit, den ganzen Spaß hier so weit fertig zu machen. 20, 25. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Draht. Fangen wir an mit Eisenstangen. 165 Draht brauchen wir.
So, dann haben wir die Eisenplatten auch schon mal fertig. Und jetzt fehlen noch 200 Schrauben. So, jetzt brauchen wir den ganzen Spaß nur noch reinlaufen lassen gleich. Und dann können wir schon mal gucken, was wir als nächstes dann dementsprechend als Material brauchen, dass wir das auch schon mal herstellen. Und ja, dann können wir vielleicht in der nächsten Folge hoffentlich die ersten Dinger hier setzen. Wie gesagt, nur insgesamt brauchen wir 5 Stück an der Zahl. Weil ich würde die anderen da auch ganz gerne direkt mit drauf, dass wir das dann irgendwie so einigermaßen mittig, vielleicht irgendwie auf eine Höhe kriegen. Müssen wir dann einfach mal schauen, wie wir das Ganze dann veranstalten. Deswegen, ich würde jetzt ganz gerne auch nochmal offscreen nochmal eben Fundamente fertig machen, so 100 Stück, würde ich sagen. Und das mache ich halt offscreen, das brauche ich euch ja nicht antun. Wenn ich es jetzt zeitlich noch schaffe, muss ich mal gucken. Und ja, da würde ich sagen, können wir versuchen, vielleicht morgen anfangen mit der ersten Produktion. Ich verspreche aber nichts. Ihr merkt ja selber, es dauert und dauert und dauert, ne? Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein. Ciao, ciao.